Die Bonn-Wilsalzseen. Geistige Heimat von Geschwindigkeitsweltrekorden. Andy Green hält den aktuellen Geschwindigkeitsrekord zu Land. 1297 Kilometer in der Stunde. Schneller als der Schall. Speed is the simplest way of measuring Geschwindigkeit ist der einfachste Weg, Leistung zu vergleichen. Und es ist völlig egal, ob es dabei um das schnellste Flugzeug oder um den schnellsten Menschen auf 100 Meter geht. Andy sitzt in einem Bentley Mulsanne, eines der beeindruckendsten High-Performance-Luxusautos, und er will damit ans Limit gehen, um zu sehen, wie schnell er wirklich ist. Bentley is on its way. PS, 6,8 Liter Hubraum. Von 0 auf 100 in 5,3 Sekunden. Das sind Supersportwagenwerte. Versteckt in einer klassischen Limousinenform. Hier werden die Gesetze der Physik auf den Kopf gestellt. Denn hier passiert Leistung ohne Last. Geschwindigkeit verwischt zu einer surrealen Ziffer am Armaturenbrett. Die Bewegung gleicht einer Fahrt über ein Meer aus Seide. 175 Andy nähert sich der 240 km/h-Marke. Der Bentley beschleunigt unbeirrt und gleichmäßig weiter. 270. Und im Innenraum herrscht absolute Stille. Gespenstisch zieht das Panorama im Fast-Forward-Modus an den Seitenscheiben des Bentley vorbei. There will be new technologies in the future and new pioneers to make extraordinary statements. This car is approaching 190 miles an hour with this amazing piece of technology. Andy knackt die 300 km/h-Grenze. Der große rote Mulsanne ruht in sich. Automobile Aristokratie auf der Höhe der Zeit. In terms of high speed cruising, I've never driven a car like this on the salt before. Quite remarkable. Speed will always be relevant for mankind, and as our lives become ever busier and ever more complex, and time becomes an ever more pressing factor, technology needs to start working for us. So instead of just doing more and more and having less and less time, that speed gives us more quality of life and more quality of time. Nie war Geschwindigkeit entspannter und schöner.